Vor 3 Stunden hätte ich noch nicht gedacht, dass wir heute ein Teamspringen haben, was vor allen Dingen dann noch so spannend wird, Dirk. Der Glaube versetzt Berge. Gestern ging es schief oder ging es nicht schief mit dem Schnee. Heute hat sich der Wind beruhigt. Es passt alles. Also hast du so stark dran geglaubt, dass wir heute springen können? Eigentlich nicht. Gut, aber war wieder toller Sport. Norwegen, der Weltmeister, hat sich erneut nicht schlagen lassen. Und sie haben eben das ausgeglichenste Team. Sie hatten keinen Fehler, keinen Fehlsprung, was alle anderen Mannschaften hatten. Ja, das ist wahrscheinlich die Kernaussage. Du darfst dir heutzutage bei der Stärke der Teams keinen schwachen Sprung mehr leisten. Die Polen hatten das durch Giobro, die Österreicher Poppinger. Wir sind zwar Zweite geworden, aber hatten durch Eisenbichler ja auch einen kleinen Problemfall. Also du musst so wie die Norweger ausgeglichen sein, ansonsten kannst du nichts mehr gewinnen. Ja, aber es war trotzdem wieder Spannung pur. Also ich meine, hat es nochmal spannend gemacht, Markus Eisenbichler, aber ungewollt. Ja. Ansonsten kann man sagen, für morgen Vorfreude, oder? Es geht dann ab morgen um den Gesamtweltcup. So ist es. Und deshalb sollten wir mal die Leistung von Peter Priots heute nicht vergessen. Der hat als einziger seiner slowenischen Mannschaft wirklich auch die Zähne gezeigt. Und der wird gegenhalten. Kraft, Priots, Severin Freund, das wird noch ein heißes Duell, nicht nur morgen, sondern auch in Kuopio, Trondheim und in Oslo. Dann kann man nur hoffen, dass keins dieser Springen ausfällt, dann auch bis Planitzer, denn das würde natürlich dann dem derzeit Führenden in die Karten spielen. Und können wir gespannt sein. Ja, genau das sind wir auch und wir laden die Zuschauer herzlich ein. Sie sehen, bei uns sind sie immer richtig aufgehoben, egal ob das Sonnabend oder Sonntag ist, egal zu welcher Uhrzeit, wir sind live dabei. Oder Montag, Dienstag, oder Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag und genau. So weiter. Bis zum Schluss sind wir immer dabei. Was sollen jetzt noch